Da siehst du wirklich, wie alt ich geworden bin, dass ich mich darauf freue, dass am Abend jemand kommt, damit ich mit ihm Monopoly spielen kann. Ah, hast du denn selbst Freunde? Nein. Nein? Nein, tatsächlich gar nicht. Oh. Komm jetzt auf den Server, ich habe nicht viel Zeit. Ich spiele gleich Monopoly. Ich bin drauf. Total. Auf Heroin. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich bin bei der Familienstraße, wo die ganzen Familien sind, stehe ich. Das sagt mir nichts. Die Straße hoch zur Yakuza-Anwesen oder was das damals war. Na, halt hier. Ah, ich habe einen Unfall. Am Sportplatz. Oh. Tut mir leid, ich schieße. Oh, was ist nicht hier los? Hey, was war das? Warum hast du umgeschossen? Weil er mich die ganze Zeit verprügelt und mich nicht in Ruhe lässt. Haben Sie den Mann verprügelt? Der Mann hier hat die ganze Zeit auf mich eingeschlagen, und mich die ganze Zeit umgefahren, bis ich mit meinem Bike weggefahren bin. Okay, wird schon stimmen. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, sorry, ich musste gerade einen Verkehrsunfall rächen. Musste gerade den Rächer spielen, sorry. So, jetzt bin ich da. Ich bin auf dem Weg zu dir. Wo bist du? Heute gibt's massig VDM. Einfach nur Massen-VDM, sag's dir. Nein, bitte nicht. Doch, bitte nicht. Doch. Ey, das ist so langweilig. Nein, das ist abwechslungsreich. Glaub mir, VDM, das ist so lame. Nein, das ist gut. Lustige Cartoon-Soundeffekte. Bing, bong, bing, bing, bong, ding und fertig. Ich weiß es immer noch nicht. Wo bist du? Auf dieser Familien... Hier ist ein DHL-Auto gerade lang gefahren. Ja, hier halt, also... Oh. Es ist immer dasselbe. Es ist wirklich immer dasselbe. Neben dem Sportforum. Was für ein Sportforum? Hier ist kein Sportforum. Wo? Doch, Universität. Big Bad, bekifft oder so? Oh, ich bin Hans Kanonenkanister. Ey, ich bin auf der Straße neben der Universität, wo man rennen kann. Der Sportplatz. Das Observatorium. Nein, Digga. Ist es haram, einen Joghurtbecher im falschen Müll zu entsorgen. Hier ist irgendwie Familien-Gambo gerade. Also alle schießen sich um. Können wir uns auch einfach nicht bemühen und gar nichts machen? Nein, das steht nicht zur Debatte. Morgen wird Grand AP Video hochgeladen. Das steht nicht zur Debatte? Ich bin eine miese Ratte. Ich habe heute noch nichts gegessen. Was willst du von mir, Mann? So, ich bin da. Wo bist du? Ich bin beim Sportplatz, beim Stadion. Welches Fahrzeug hast du? Gelb. Mir ist gerade eins vorbeigefahren mit Gelb. Fahr mal zurück. An der Uni. Ich bin nicht an der Uni. Ich bin auf der Hauptstraße. Familienstraße. Hä? Hauptstraße, Familienstraße. Was ist denn eine Familienstraße? Pass auf, ich zeig dir, dass das die Familienstraße ist. Jetzt komm her. Wo bist du denn? Rechts? Ja, rechts? Nein, das ist links. Andersrum. Ja, genau. Das ist die Familienstraße. Mm. Wenn du jetzt hochfährst. Nicht mal VDM kannst du. Das ist die Familienstraße. Nicht mal VDM kannst du. Ja, du willst jetzt wirklich einfach nur durch VDM? Ist das der Ernst? Ja. Ey, das kann ich machen. Doch, nein. Das Content. Nein, das kommt. Bitte, lass uns irgendwas, ausdenken. Mediziner. Oder so. Oh nein. Hallo. Lass uns doch irgendwas ausdenken, so irgendwie. Oh nein. Bitte, irgendwas Schlaues, mal sowas, um den Leuten zu zeigen, dass wir nicht komplett auf den Kopf gefallen sind. Okay, du möchtest eine Story haben, ja? Eine Story fürs heutige Video. Ja, eine Story, irgendwas. Wir können ja, ich kann auch mit einem Klick, ist der Admin da. Ne? Ach verdammt. Fuck. Ja, 24-Stunden-Challenge. Nein. Nein. 24 Stunden eingesperrt auf Grand RP. Das wäre richtig scheiße. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Frau aufgabeln können und die dann zur Hochzeit zwingen können mit mir? Zur Hochzeit zwingen. Mhm. Ich glaube, am meisten sind immer die Military-Leute getriggert, wenn du da durchfährst. Und die hier. Die sind richtig getriggert, wenn du einfach reinläufst, ohne Ausweis zu zeigen. Komm, einfach reinlaufen. Kein Ausweis zeigen. Ich habe ja auch eine Demonstration mal gemacht mit ein paar... Weil das ist deren Job so. Warum springt, sondern wenn man rausgeschmissen wird. Ja, auf jeden Fall war ein falsches Glück. Einfach rein. Einfach durch. Da kommt er schon. Ja, haben Sie ein bestimmtes Anliegen, oder? Herr William, Sie haben Sendepause, glaube ich. Warum werde ich hier die ganze Zeit gefesselt von irgendwelchen Fremden? Kann mir das irgendeiner erklären? Ich weiß es nicht, ich kann Sie aber auch nicht entfesseln. Komm, wir gehen wieder. Nee, sorry. Meine Hand ist dreckig. Der Mann ist sauer. Ja, hab ich gemerkt. Er hat einen Taser rausgeholt. Komm, wir gehen zurück. Was war denn los? Hallo. Warum haben Sie einen Taser geholt? Packen Sie bitte den Taser weg. Dankeschön. Eine Frau festnehmen. Oh, gute Frau. Stopp. Halten Sie an. Sie kommen mit. Hä? Hallo? Das ist keine Frau, das ist ein Kiddie. Sie kommen mit jetzt. Oh, hallo. Bitte nicht tasern, ja? Bitte. Lassen Sie das.
Gute Echt? Frau, kommen Sie her. Ja, bitte. Kommen Sie mit. Digga, ihr seid echt solche Hunde. Was hast du? Warum Hunde? Hey, was war das jetzt für ein Film? Hey, warum Hunde? Ich hier, was wollen Sie denn von mir, hä? Aber ist mir trotzdem egal. Nee, ich bin kein Typ. Typ. Mann. Halt doch einfach mal deine Fresse. Was willst du überhaupt von mir, du Kid? Knast. Entschuldigung, Sie müssen jetzt mit zum Knast. Ins Gefängnis. Och, komm, wir laufen ins Knast. Ey, wir haben ja Simeon, Zeit. Nehmen Sie jetzt mit. Was halten Sie davon, eigentlich meine Frau zu werden? Nee, ich möchte Sie heiraten. Nee, ich brauche eine Frau. Ich will heiraten. Junge, ihr seid echt so. Ey, solche Hunde. Bitte, ey, der macht Zwang. Stopp, hören Sie auf. Stopp. Anhalten jetzt. Anhalte. Ich hab dir gesagt, du sollst Los Santos und Europa trennen, du Birne. Ja, jetzt komm. Was wollt ihr denn, Junge? Die Kirsche. Okay. Wo ist die Kirsche? Nicht entfesseln. Die hat eben zwei Leute umgeschossen. Nicht entfesseln. Hä? Ich bin FID-Agent. Ich bin FID-Agent. Ich hol Netz, mir reicht's. Ey, solche... Wie bitte? Hol mir auch ein, Junge. Was rufen Sie? Sie kommen jetzt gefälligst mit. So, werfe die Person ins Auto. Sehr gut. Ah, geht doch. Wunderbar. Ja, ich hab die per Wanted gesucht. Die hat 5 Wanteds. War natürlich nur ein Vorwand. Sie haben gar nichts verbrochen. Aber ich möchte sie heiraten, gute Frau. Ja, aber ich will sie nicht heiraten. Das ist gerne in dem Fall egal. So das ist nämlich eine Zwangshochzeit. Ach komm, halt die Fresse, meine Fresse, Alter. Wollen Sie mich nicht heiraten? Da ist doch der Pastor. Sehen Sie doch schon. Kommen Sie mit, ja? So, dann müssten Sie einmal den Pastor hier ansprechen, ja? Ich muss gar nichts. Bitte. Mach einen Scheißdreck. Brechen Sie den Pastor bitte an. Ein Scheißdreck mache ich. Bitte sprechen Sie den Pastor für mich an. Entschuldigung, was machen Sie da? Sie haben doch gar keine Tastatur dabei. Hallo? Herr Kassettentoaster, könnten Sie mir helfen? Ja. Die Frau, die macht so Tastaturgeräusche, aber die hat gar keine Tastatur dabei. Da hole ich mal eben einen Admin. Warte mal kurz, ich hole mal einen Admin, weil das ist Dings hier, PHP. Schönen guten Tag. Die Frau hier hat zweimal RDM begangen und weigert sich jetzt hier irgendwie zu heiraten und macht die ganze Zeit Tastaturgeräusche. Ich weiß nicht, dass das ein Mann ist. Ich sehe nichts. Bitte lassen Sie mich bitte mal kurz, damit ich was sehen kann. Sie können mich in Handschellen lassen, aber bitte so. So, der Herr hier. Die wollen mich zwingen zu heiraten ohne Grund. Ich bin kein Mann und es steht auch irgendwo in dieser Admin-Liste. Das hat mal jemand eingefügt dort. Ja, also, da steht doch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, aber irgendein Engel hat mich mal gefragt, ob ich Mann bin. Ich habe gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und da hat es da irgendwo eingefügt. Also da müsste man Herr Winkler, nicht erfahren. Ich weiß nicht, was ein Admin ich ist. Ich weiß auch nicht, wovon die redet. Die redet von einer Admin-Liste? Ich nehme sie mit. Ja, gute Frau, dann können wir Ihnen leider nicht helfen. Sie gehören dann in den Knast. Danke, Herr Admin, aber wir kümmern uns schon darum. Keine Sorge, wir machen das. Wir sind ja FIB Special Agent, verpiss dich. Was für Gehirn geschissen, hä? Wer bist du denn? Warte, der kommt mit. Dann können wir auch mitnehmen. Hallo, du Vollidiot. Nehmen wir einfach beide. Ein Ja. Ich gebe dir dann schon mal die Wandels. Hallo, wie viel schreibst du denn da? Schreibst du gerade irgendwie einen Liebesbrief an mich oder so? An sie doch ganz bestimmt nicht. Aufhören zu schreiben. Die schreibt ja schon seit 3 Monaten. Hallo, hören Sie auf zu tippen. Die will der Hochzeit entgehen, glaube ich. Ach, sei doch einmal leise. Ich habe eine bessere Idee, was wir mit Ihnen anfangen können. Kennen Sie schon diese Autobahn? Fangen wir mit dem Herrn an, ja? Wir fangen mit dem Herrn an. Du kannst einen Penis lutschen. Nein. Oh, wobei doch. Oh, ich würde gerne Ihren Penis lutschen. Ja, ja. Ich blase gerne. Halt deine Fresse. Ja, genau. Kannst du ihn auf die Straße stellen? Kannst du ihn mitnehmen? Ich blase gerne. Ah, ich hab ihn. Ja, Achtung, ja. Achtung. Das wäre perfekt gewesen. Moment. Jetzt! Oh, ich stehe hier ganz doof. Kannst du ihn... Dein YouTube-Kanal, du Bastard. Ey, alles gut, Yannick, alles gut. Alles gut, Yannick. Sei froh, dass ich mich wenigstens benehmen kann, Gegensatz zu dir. Ja, ich kann mich auch benehmen, ich hab Spaß. Halt deine Fresse, das Einzige, was du kannst, ist mein Penis lutschen. Gut, ist aber eine sehr gehobene Sprache. Halt deine Fresse. Ah, die Dame, warum lachen sie eigentlich jetzt? Haben sie irgendwie einen Trumpf im Ärmel? Die ist genauso so behindert wie ihr zwei. Ach so, du magst die gar nicht, ich dachte, ihr gehört zusammen. Nee. Sehr schön. Und nun zu Ihnen, Mrs. Ich bin sehr vorlaut und habe ein schmutziges Mundwerk. Wollen wir nicht mehr reden? Ah ja, okay. Was ist denn hier los? Uiuiui. Das ist der Staatsbeamte. Das ist der Staatstyp. Komm, steig ein. Wir lassen die Dame jetzt hier stehen. Komm. Oh. Komm, steig ein, lass ihn stehen. Die Dame. Was? Lass ihn stehen. Komm. Junge, piss dich. Ich höre kein Wort von ihm. Hey, du hörst mich, Alter. Was laberst du für eine Scheiße? Ich höre den wirklich nicht. Der labert kein Wort. Er sagt auch nichts. Was hat er gesagt? Verstehe. Ja, er meint, ich soll es sein lassen, sonst passiert sonst was. Hat wohl nicht geklappt. Hä, was haben die? Hey, warte mal, dreh mal um. Das ist einer von denen, von der Frau. Das ist ein Simp. Hat wohl nicht geklappt, ihr Vollidioten. Oh Gott, nicht bitte du schon wieder. Halt deine Fresse.
Hör auf zu heulen! Aussteigen! 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 Wir machen EMP, wir machen EMP. Oh, scheiße! wie geht denn das? Was ist ein EMP? Der ist weg. Aber was ist das mit EMP? Nein, der ist hier. Links. Was ist denn ein EMP? Was ist denn ein EMP? Zurück! Digga, ich hab einen Admin gefragt, der kann ihn rausschmeißen. Ach so. Sag das doch. Wohin? Rechts. Hinter uns, genau hinter uns jetzt. Rechts. Zum Kennzeichen. Ja, geradeaus, weiter. Da hinten. Das orange. Er ist hinter seinem Auto. Achtung. Der, warte ich. Ach, das ist eine Grünzone, oder nicht? Ach so, nee, wir können ihn ja hier verhauen. Oh, sorry. Was soll das denn jetzt? Hallo? Wo ist das vorlaute Mundwerk? Hallo? Hat wohl nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ey, Jungs. Was ist hier los? Der Herr hat 3 Leute umgebracht. Cisco! Weiterfahren. Komm, wir fahren weiter. Cisco! Nein! Schnell, weg. Oh. Cisco! Nein. Cooler Stunt. Mega Monster Stunt. Yo Leute, heute testen wir neue Rampen in GTA RP mit Stani und iCrimex. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like. Alter, der Typ ist mir wieder zu still. Ich schmeiß den jetzt raus, der ist ja langweilig. Tschüss. Ja, die Regierungsbeamten sind wohl wirklich die sauersten, oder? Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, nie mehr Gemüse. Fingernägel Gold, ich mag Bling Bling. Hallo, schönen guten Tag. Überfall, Amoklauf. Hallo? Hat jemand durchsucht hier? Ah, guten Tag. Oh, Sie kenne ich doch. Genau, Sie werden gesucht. Sie haben 3 Wanted. Entschuldigen Sie, haben Sie das den Kollegen nicht gesagt? Ich kenne die Frau, die war in einem Video von Orange Morange drin. Die ist richtig mad. Die war mal in einem Video von Kevin. Die ist richtig sauer, wenn man in der ihr RP reinfuscht, ist vorbei. Sie haben 3 Wanteds, haben Sie das den Kollegen nicht gesagt? Sehr gut, Sie haben einen guten Fang gemacht. Hallo, die Frau hat 3 Wanteds. Warum haben Sie das nicht gesagt? Ich glaube, es hackt bei Ihnen. Sie können doch nicht einfach jemanden festzahlen. Ja, doch, Sie werden gesucht. Und Ihre Kollegen sind absolut machtlos in der Situation. Herr Winkler. Cool. Ja, ich höre Sie. Hallo. Wenn aber hören Sie den Fahrer? Hallo, ja, hören Sie bitte auf zu fuhren. Hallo, ja, hallo. Okay, warum hören Sie den und ich nicht? Doch, jetzt. Hallo. Können Sie bitte aufklären, was hier los ist? Sie haben 3 Wanteds. Erste Frage: Haben Sie Modifikation, weil Sie den Fahrer? Ich habe keinen Want. Ich arbeite bei der Regierung. Ich kann keine Wanteds haben. Sie haben 3 Wanteds. Ich glaube, es hackt bei Ihnen. Sie haben 3 Wanteds. Sie haben 3 Wanteds, das habe ich eben auf meinem Laptop gesehen. Ja, klar. Sie wissen, dass man als Regierungsbeamter keine Wanteds haben kann. Daher, ich kann mir sonst was Sie erzählen. Sie haben 3 Wanteds und Sie werden deswegen ins SG gepackt. Ganz einfach. Und Ihren Job verlieren Sie danach auch. Alles klar. Kriminell geworden sind. Sie können jetzt auch gar nichts mehr sagen. Also alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie kennen das Spiel doch, oder? Ja gut, dann machen Sie das, der Herr. Genau, das tun wir auch. So. Bitte nicht schon wieder der. Da ist er schon wieder. Guck ihn dir an. Es hat mich erwischt. Hallo, der Herr. Ey, Digga, hallo. So, ich schwänze, Alter. Der verfolgt uns ja auch wirklich die ganze Zeit schon, ne? Die ganze Zeit. Alles gut, Lukas? Ja, du hast mitbekommen, was gerade Funk abgeht? Direkt verpissen. Hallo, Medic. Nein, Medic, du kannst direkt weitergehen. Nein, weiterfahren. Oh, Medic, nee. Fahr mal bitte weiter. Fahr weiter. Wohnen Sie mich denn hier? Guck mal, pass mal auf, fahr jetzt weiter. Oder soll ich... Zeig Ihnen jetzt meinen Dienstausweis. Sie fahren jetzt sofort weiter und ich rufe Ihre... Was sind das für Leute? Ist ja eklig. Kann er ihn nicht fesseln? Hä, was macht er? Entschuldigung, was soll der Müll eigentlich? Wir können uns reviven, hallo. Wir können uns reviven. Das funktioniert nicht. Ja, alles. Oh, gefesselt. Bett weg. Oh. Ey, warum läufst du so? Kleine... Ich gönne euch euren Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Aha. Jetzt auf einmal so. Ja. Die anderen sind abgehauen, aber er hier war sehr vorlaut. Ich hör dich, ja. Was ist dein Problem? Warum verfolgt uns die ganze Zeit? Warum? Bro. Hör mir zu. Warum verfolgst du uns die ganze Zeit? Warum? Warum möchtest du uns wirklich so sehr auf die Eier gehen? Warum? Ich will dir nicht auf die Eier gehen. Plus, wenn du die ganze Zeit natürlich Teile von meiner Familie nimmst. Bro, du erwischst genau meine Familie. Ja, das ist blöd. Natürlich. Ich höre ihn nicht, der ist zu leise. Sie müssen schreien, guter Mann. Der überlebt das einfach immer und immer wieder. Wegen der Weste, wegen dem Essen. Ich fass es nicht. Ich kläre das einfach nochmal so. Hallo? Entschuldigung. Hallo. Sie sehen wunderschön aus. Wollen Sie heiraten? Ich bin verheiratet. Dann sind Sie? Werden wir jetzt die Scheidung einreichen. Oha, und im Moment, das geht nicht. Wie heißen Sie, gute Dame? Ich bin Frau Benger. Warte. Bist du. Moment, weiße Haare? Sekunde. Das ist doch kein Zufall, oder? Doch, ist es.
Warte mal. Finden Sie den Namen raus. Kendra Bangers. Um Gottes. Können Sie bitte die Ansicht, machen Sie die Ansicht raus, ich kriege Kopfschmerzen. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Die Scheidung werden wir natürlich nicht anordnen. Das wäre nämlich nicht gut. Lass mich los, Cisco, bitte lass mich los. Cisco, lass mich los. Ist doch, oder nicht? Sorry, also, sorry, Frau Bangers. Sie haben meinen größten Respekt. Bis dann. Dankeschön. Ey, was ist das für ein Zufall, dass wir ausgerechnet die habe ich ja schon gezwungen zu heiraten mit Kevin. Ja, die können wir dann nicht nochmal zwingen. Das ist wie damals in Habbo Hotel. Die haben sich auch alle krass gekleidet, waren aber in Wirklichkeit übergewichtig und hässlich. Ich habe so Items gehabt, die sahen aus wie andere, die krass viel wert waren. Da habe ich so gesagt, ja hier, guck mal, oh, habowert.de. Ich habe mal so eine Nummer anrufen. Er hat immer gesagt, du musst so eine Nummer anrufen, so einen Code sagen. Social Security Number? Ich habe bestimmt über 1000 Euro reingesteckt. Über ein paar Jahre verteilt natürlich. Pass auf, wir müssen die schnell einsacken, ja? Oh, er hat Game Crash. Er hat einen Game Crash. Oh, oh. Da läuft sie weg. Da läuft sie wieder. Stopp. Hallo, nee. Stopp. Halten Sie an. Nee. Halten Sie bitte an. Ich hasse so langsam zu rennen, ey. Meine Güte. Stopp, gute Frau. Ich möchte Sie nicht wegteleportieren. Ich werde Sie mir holen, so oder so. Ich hab gar keinen Bock auf den. Sie haben Ihren Kollegen getasert. Gut gemacht. Ich kann ja überhaupt hier rein ohne. Ich werde Sie so oder so holen. Ob ich Sie so hole oder teleportiere. Das ist mir egal. Jungs. Ich werde Sie jetzt kurz in die Hand nehmen, Amigo. Jungs. Ja, tja. Hier sitzt man in seinem Boot, Kollege, was? Ja, wie fühlt sich das angefesselt sein, hm? Erzählen Sie mal. Tja, na, Kollege. Jungs, eure Arbeit ist vergänglich. Lassen Sie sie jetzt los. Laufen Sie nicht weg, das bringt sowieso nichts. In Ordnung, ich werde nicht weglaufen. Ich würde niemals weglaufen. Ich bleib hier. Ich bin ja freiwillig hergekommen. Das hat ja einen Grund. Die Anstelle mache ich Ihnen jetzt auch los, aber Moment, du, Amigos, bitte absichern. Genau. Na, Junge. Stehen bleiben. Oh. Direkt wieder die Ampere. Scheiße. Ja, ist scheiße gelaufen, ne? Der Herr. Ein paar Sekunden später. Ja, nehm mich mit, Jungs. Ist okay. Das sind die größten Sims. Er braucht guten Sex. Die größten Sims. Er braucht guten Sex, deshalb wäre die Dame. Richtig. War das richtig? Das ist korrekt. Ich komme nicht nochmal hier hin, weil ich weiß, dass hier Sims abhängen. Ich TP die Frau einfach zu mir. Das ist einfacher. Ich wollte es halt auf Rösti-Art probieren, die Frau mitzunehmen, ne? Auf Rösti-Art. Aber wenn ihr nicht wollt, kann man nichts machen. Oh, ich renne jetzt rein. Oh nein. Okay, ich geh raus. Ich geh raus. Okay. Ich geh raus. Komm, geh. Komm, Abmarsch. Melissa heißt sie also. Okay, danke. Das wusste ich noch nicht. Das ist eine zusätzliche Info. Die werde ich gut gebrauchen können. Nein. Lass mir das mal los. Dankeschön. Oh nein! Es sind zu viele. Oh, ja, okay, ich geh. Versprochen. Versprochen. Ich komme nicht wieder. Staatsgewalt. Polizeigewalt. Stehen Sie doch auf. Polizeigewalt. Ach, Sie doch Video. Auf. Stehen Sie doch kurz auf, Mann. Polizeigewalt. Ich verweise Sie jetzt vom Platz. Sie kommen hier in der nächsten Stunde nicht mehr drauf. Und wenn doch? Dann werden Sie von den anderen Kollegen mal mitgenommen. Ah ja, okay. Und wenn Sie jetzt sofort wieder drauf rennen, also dann tut's mir leid, dann müssen wir Schussgewalt anwenden. Ey, darf ich mitfahren? Nein. Ey. Oh. Ich hab 'ne Idee, was ist, wenn ich einfach meine ID ändere und mir so Polizeiuniform anziehe, aber so komplett vermummt, dass die nicht sehen, wer ich bin. Dann renne ich da rein und tue erstmal so, als wäre ich ganz normal irgendein Typ. Und dann werde ich diese Frau entführen. Ah, ich muss die Katana noch entfernen. So, ich habe jetzt eine andere ID und ich habe anderes Aussehen. Keiner wird mehr herausfinden, wer ich bin. Keiner wird mich aufhalten, diese Frau zu entführen. Kann ja wohl nicht wahr, Steinern. Vor allem, die hängt den ganzen Tag da ab. Die ist irgendwie dauerhaft bei der Regierung am Hängen. Die rennt da nicht raus oder so, weil die außerhalb halt keinen Schutz hat. Wird ja beschützt von 10, 20 Sims. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal. Später. So, ich gehe da jetzt einfach rein. Mal gucken. Die sind alle froh. Nicht mehr bei der Regierung, die sind ja draußen. Ja, ich habe mich auch umgezogen extra. Wahrscheinlich raffen die das jetzt nicht. Da ist nur noch einer, den können wir verkloppen. Die wissen nicht, wer ich bin. So, wo soll die sein? Oben in einem Dingens. Links oder rechts? Links. Oder ist die unten links? Ich weiß es nicht. Man kann ja noch runtergehen, aber... Die ist hier. Die ist safe noch hier. Ist nicht unten. Bin unten, hier ist alles zugeschlossen. Ja, ist alles verschlossen. So ein Müll. Ziemlich unlucky. Das ist sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen. Schade. Dann nicht, ne? Oh. Ich bin hier eingebrochen, illegal. Seht ihr das, was ich... Seht ihr
das, was ich auch sehe. Kennst du den nicht, der da in schwarz? Oh nein, jetzt zückt er schon wieder den Taser. Packen Sie den Taser weg! Sie nehmen mich nicht noch meinen Handschellen. Sie nehmen mich nicht noch meinen Handschellen. Doch, hab ich gerade getan. Mach's da ab. Nö. Mach's da ab. Oh. Nimm mir die Handfesseln ab, bitte. Nein. Auf gar keinen Fall. Nehmen Sie mir bitte ab. Auf gar keinen Fall. Was machen wir mit dem? Ich hab dafür echt keine Nerven gerade. Ja, dann lasst es doch einfach sein. Wie wär's damit? Und was hast du da drin getan? Herr Kassettentoaster. Die scheint einfach drin zu sein. Ja, die schließt sich ein. Die hat sich eingeschlossen. Entschuldigung, ihr Herr hat noch Handschellen an. Nee, komm, gehen Sie weg. Oh, jetzt hab ich's alle. Gut, alles klar. Ey, stopp! Nein! Jetzt haben wir sie alle. Oh nein, da ist ja noch einer. Hey, wie viele seid ihr denn? Jetzt hören Sie auf damit. Bitte. Guter Mann. Was haben Sie eigentlich für Probleme mit Ihrem Taser? Fahr weg. Fahr. 20 Minuten später. Freut mich für Sie, dass Sie. Ey, hier ist die Frau. Stehen bleiben. Die rennt weg, die läuft schon wieder weg. Ist immer dasselbe mit der. Stehen bleiben. Ey, was wollt ihr? Ich hab Ihnen doch gesagt, es ist alles vergebens. Ah, tasern Sie die Frau. Okay, tasern Sie. Warum das denn? Darf ich Sie? Ja, Sie dürfen. Tasern. Ich grüße meine Klasse. Nun, also, vorhin das Problem, ja? Ich kam leider nicht an Sie ran. Ich habe erfahren, die Frau ist hohe Regierungsbeamtin. Das heißt, wir müssen sehr respektvoll mit der Frau umgehen. Die Frau ist hohe Regierungsbeamtin. Dann können Sie damit anfangen, indem Sie mir die Handfesseln abnehmen. Das wäre sehr. Sind Sie ein Haustier der Regierung? Ja, wie? Nö. Hallo? Schön, ich kann mich nicht wehren und werde hier getasert, werde hier geschlagen. Ja, also wenn wir uns wieder sehen. Kuchen-TV! Können Sie mir die Fesseln abmachen? Nö. Der Herr, die Frau, die muss nochmal getasert werden. Die spricht nicht mehr. Mach dir mal. Du gehst nirgendwo hin. Nee. Du gehst nirgendwo hin. Stopp. Wenn ich mich wegen. Was ist das hier für eine Sache? Mich kann ich nicht mal wehren. Was soll das? Hallo? Wo sind wir denn hier? Im Knast. Hallo. Andreas, laufen Sie oder Sie sterben? Nee. So. Wegrennen. Nicht erlaubt. Sie läuft weg. Sie läuft weg. Sie rennt. Nicht wegrennen.